Hallöchen, ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz lieb zu der Zusammenfassung unseres letzten Wachtel-Live-Talks. Da hatten wir 10 Anfängerfragen rund um die Wachtelhaltung. Wie sind wir darauf gekommen? Unsere Praktikantin, die Hanni, hat ja 2 Wochen bei uns Schülerpraktikum gemacht und hat diese Situation genutzt, um in die Welt der Wachteln reinzuschauen. Und das sind einfach ganz authentisch ihre Fragen, die sie sich als absolute Wachtel-Anfängerin gestellt hat. Und da dachten wir uns, hey, das nutzen wir doch, weil was gibt es für einen besseren und vor allem authentischeren Einblick darin, was für Fragen sich Wachtel-Einsteiger tatsächlich stellen. Und deshalb haben wir heute diese 10 Anfängerfragen zusammengestellt. Damit die kleine süße Meute im Hintergrund ein bisschen leiser wird, habe ich hier noch ein leckeres Armbrot für die vorbereitet. Wir haben da aktuell Wachtel- und Hühnerküken gemischt. Und wer sich jetzt wundern mag, die werden nicht zusammen großgezogen. Aber die sind relativ zeitgleich geschlüpft und auseinander oder ausbrüten kann man die ja sehr gut zusammen. Und daher werden die so lange nur zusammengehalten, die ersten 2-3 Tage, wie da eben noch kleine Nachzügler schlüpfen. Und dann werden die Kleinen aufgeteilt und eben Wachtel- und Hühnerküken getrennt großgezogen. Was bekommen die Kleinen die ersten Tage? Wie ihr seht, ich habe hier einfach mal eine Mischung zusammengestellt. Da haben wir unten unser Wachtelküken-Spezial und oben einmal Immun-Complete, einmal Oregano, einmal Blaumohn und einen halben Messlöffel Bierhefe. Was für Messlöffel ich nehme? Ich nehme den hier. Der ist total super. Ich liebe diesen Löffel. Der ist von der Babynahrung. Also nichts mit Wachteln, aber ist total super geeignet. Wie gesagt, das Ganze einfach einmal umrühren und das bekommen dann die kleinen Zwerge, damit die eben auch Abendbrot haben und wir uns die Anfängerfragen ganz in Ruhe anschauen können. So, das Abendbrot für die Kleinen ist fertig. Dann können wir uns jetzt ganz in Ruhe die Fragen anschauen. Und weil es natürlich viel spannender ist, nebenbei kleine Küken anzugucken, anstatt nur auf den Zettel zu gucken, habe ich die Fragen einfach mal hier reingestellt. Die können wir uns jetzt also nach und nach anschauen und nebenbei einfach die kleinen Küken angucken. Die erste Frage war, wie alt können denn Wachteln eigentlich werden? Das ist so eine Sache, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie es bei vielen anderen Tierarten der Fall ist. Schaut mal, wie krass der Unterschied ist, wie weit hier die Federkiele schon sind. Und das Kleine ist jetzt erst den 3. Tag alt und wie klein das noch ist. Wie gesagt, ist original aus einem Schlupf, zeitgleich eingelegt, mit ein bisschen Versatz geschlüpft. Wahnsinn, oder? Okay, zurück zur Frage. Wie alt kann ein Wachtel eigentlich werden? Das ist, wie gesagt, gar nicht so einfach zu beantworten, wie es bei vielen Arten der Fall ist. Das liegt einfach daran, dass es noch gar nicht so lange gang und gäbe ist, Wachteln wirklich so hochwertig zu ernähren, wie es eben heute viele tun und auch so hochwertig zu halten. Das heißt also, die Alters- oder die Lebenserwartung eines Tieres hängt natürlich auch immer davon ab, wie artgerecht es gehalten wird. Und da dieser Trend jetzt erst so richtig im Kommen ist, gibt es da einfach noch große Unterschiede. Man sagt in der Regel, dass Wachteln so um die 4-5 Jahre alt werden können. 3 Jahre sind eine Zahl, die immer wieder auftaucht. Hallo. Wieder zwischen 3 und 4-5 Jahre ist natürlich auch schon viel Zeit. Und wir müssen sogar sagen, unsere älteste Wachtel, die ist jetzt tatsächlich ich glaube, gute 6 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, wie gesagt, da gibt es noch enorme Unterschiede. Da gibt es sicherlich auch Unterschiede in den Zuchtlinien. Hallo, kleiner Spatz. Wie gesagt, da gibt es sicherlich auch noch starke Unterschiede in den Zuchtlinien. Da müssen wir einfach auch so ein bisschen schauen, was die Zukunft bringt, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich denke, wenn man so als Mittelmaß angibt zwischen 3 und 5 Jahren, dann ist das zwar noch nicht optimal von der Genauigkeit her, aber es gibt schon einen sehr guten Richtwert an. Worauf ist bei der Haltung zu achten? Das ist natürlich in der Kürze nicht zu beantworten. Da sollte man sich tatsächlich in Ruhe Literatur und Informationen zu Gemüte führen. Zum Beispiel über die wunderbare Wachtelwelt, wo ganz viele Infos drin sind. Oder eben auch über andere Quellen. Was wichtig ist zu verstehen, was immer wichtig ist zu verstehen, wenn ich mich frage,
wie ich ein Tier oder eine Tierart artgerecht halte. Ich muss den Habitus, also das Verhalten dieser Tierart, verstehen. Und das bedeutet bei Wachteln als allererstes, dass ich verstehen muss, wo sich Wachteln wohlfühlen, wie sich Wachteln wohlfühlen. Das heißt, eine Wachtel fühlt sich eben nicht auf der freien Wiese wohl, sondern eine Wachtel fühlt sich wohl, wenn sie sich gut verstecken kann, wenn sie sich zurückziehen kann. Wenn sie aber auch Bereiche zum Erkunden hat, haben kann, weil sie auch ein absolut neugieriges Tier ist. Das gehört da alles ganz wichtig dazu. Also eine Wachtel auf keinen Fall einfach nur auf die freie Wiese setzen, das mag die überhaupt nicht. Ja, und natürlich mit genügend Tageslicht, mit artgerechtem Futter. Das sollte aber, denke ich mal, ganz normal sein. Welche Fressfeinde hat die Wachtel? Und jeder Wachtelhalter muss jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil er einfach weiß, dass anscheinend jedem Tier auf dieser Welt Wachteln richtig gut schmecken. Übrigens benutze ich auch für meine Hühnerküken immer eine Kükentränke. Manche sagen, das ist vielleicht ein bisschen übervorsichtig und so gar nicht nötig, aber ich finde es einfach ganz, ganz wichtig. Und bei mir kriegen alle kleinen Küken eine Kükentränke. Also wie gesagt, Fressfeinde scheinen alle Wachteln zu mögen. Das heißt, mir fällt auf die Schnelle auch kein wildlebender Karnivor ein, der Wachteln tatsächlich nicht mag. Also ganz egal, ob es Greifvögel sind, ob es Marder sind, ob es Füchse sind. Wachteln werden einfach von allem und jedem gern gefressen. Zum Leid ist der Wachtelhalter natürlich und natürlich auch zum Leid der Wachteln. Das heißt, Wachteln müssen wirklich super kleinlich fressfeindsicher untergebracht werden. Da darf nicht mal eine Maus reinfinden, weil wo eine Maus reinfindet, findet auch ein Mauswiesel rein. Und Mauswiesel wiederum essen auch sehr gerne Wachteln. Hallo, du kleiner Spatz. Also da wirklich kann man gar nicht auf Nummer sicher genug gehen, weil einfach jeder, gefühlt jeder Karnivor gerne Wachteln isst. Wie viele Wachteln dürfen maximal zusammenleben, war die nächste Frage. Da muss man sagen, bei Hühnern gilt es als erforscht und als bewiesen, dass bis zu 50 Tiere untereinander sich wiedererkennen können. Das heißt, bei bis zu 50 Tieren kann man eben wirklich ein gutes Sozialverhalten beobachten. Das heißt, da gibt es eine feste Hierarchie. Da kennt jeder jeden und die Tiere sind einfach eingeordnet. Die fühlen sich wohl, die fühlen sich zugehörig. Wenn ich darüber hinausgehe, dann habe ich eben die Problematik, dass die Tiere sich untereinander nicht komplett wiedererkennen. Dass es Problematiken, du bist aber auch ein kleiner Krachschalt, komm mal her. Dass es Problematiken in der Rangordnung gibt und somit eben auch in der Zugehörigkeit. Und das kann eben immer wieder zu Streitereien führen. Einfach weil es keine feste Rangordnung gibt und dadurch immer wieder versucht wird, sich untereinander zu beweisen. Deswegen empfehlen wir maximal 50 Tiere in einer Stallung zusammenzulassen. Man kann natürlich mehrere Stallungen nebeneinander haben, wo die alle ihr eigenes Zugehörigkeitsgefühl entwickeln können. Aber auf einem Haufen empfehlen wir eben nicht mehr als 50. Dann war die nächste Frage, wie groß sollte eine Voliere sein? Da haben wir ja schon mal die Empfehlung gemacht, dass wir in der Hobbyhaltung, einfach auch damit es vernünftig mit adäquatem Aufwand alles hygienisch sauber gehalten werden kann, zwischen 4 und 6 Tieren pro Quadratmeter empfehlen. Man kann natürlich auch mehr halten, auch aus absolut artgerechter Sicht. Das heißt, wenn man den Stall schön einrichtet, kann man auf jeden Fall auch mehr Tiere pro Quadratmeter halten. Und das Ganze ist noch super artgerecht und eine Wohlfühlatmosphäre für die Wachteln. Aber es nimmt dann einfach tatsächlich an Reinigungsaufwand schon sehr stark zu. Und daher eben unsere Empfehlung, dass man sagt, zwischen 4 und 6 Wachteln pro Quadratmeter. Dann hat man eben auch nicht unendlich viel Arbeit damit. Welche Krankheiten können Wachteln bekommen? Wachteln sind zum Glück relativ zähe kleine Tiere und sie haben unfassbar starke Selbstheilungskräfte. Das haben Wachteln und Hühner übrigens gemeinsam. Das heißt, wer schon mal eine verletzte Wachtel erlebt hat oder auch schon mal ein verletztes Huhn erlebt hat, der hat auf jeden Fall auch schon beobachten können mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, wie stark oder wie schnell die sich wirklich auch mit schlimmeren Verletzungen wieder erholen können. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend bei denen. Was für Krankheiten können tatsächlich denen noch gefährlich werden? Da sind auf jeden Fall allem voran Endo- und Ektoparasiten zu nennen.
auch wenn es in dem Sinne keine Krankheiten sind. Aber ich würde es jetzt einfach mal dazu zählen, so aus Anfängersicht. Als Endoparasiten sind Parasiten zu bezeichnen, die in dem Tier drin leben, also sowas wie Würmer und wie Kokzidien. Ektoparasiten sind Parasiten, die außen leben, das heißt sowas wie die rote Vogelmilbe, allgemein wie Vogelmilben, aber auch natürlich auch wie Federlinge und ähnliches, Flöhe. Das, gerade die rote Vogelmilbe, die saugt schon beachtlich viel Blut aus so einem kleinen Körper raus. Und deshalb kann sie gerade für den kleinen Nachwuchs schon durchaus auch lebensgefährlich werden. Hier kann man aber sehr, sehr gut proaktiv vorsorgen, dafür sorgen, dass es gar keinen ausgeuferten Befall erst gibt, sondern dass sich das alles in einem adäquaten Rahmen bewegt. Und dann können die kleinen Kämpfer damit auch sehr gut zurechtkommen und sind es eben vom natürlichen Wege her auch gewohnt. Eine Frage, die mit dem im Thema oder im gleichen Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist die des Impfens. Das ist bei den Wachteln ganz stark zu verneinen und da gibt es auch kein eventuell und in meinem Bundesland ist das anders oder ähnliches. Es gibt aktuell keinen für Wachteln zugelassenen Impfstoff. Einen Hühnerimpfstoff in abgeschwächter Dosis zu impfen ist nicht erlaubt rechtlich. Das heißt also auch ein Tierarzt, der das macht, der macht sich einfach strafbar. Also da nicht verwirren lassen. Nein, Wachteln darf man nicht impfen. Wachteln dürfen nicht geimpft werden. Und zumindest aktuell gibt es einfach noch keinen Impfstoff für die Wachteln. Worauf ist beim Kauf einer Wachtel zu achten? Beim Kauf einer Wachtel ist unbedingt darauf zu achten, dass es gesunde Tiere sind aus einer artgerechten Haltung. Wir empfehlen euch auf jeden Fall, besonders wenn ihr schon Tiere habt, nicht der Versuchung zu verfallen, unbedingt Tiere retten zu wollen, weil ihr einfach dann sehr, sehr starke Hygienebestimmungen beachten müsst, was die Quarantänezeit angeht, damit euer ganzer Bestand nicht krank wird und weil trotzdem immer ein Restrisiko bleibt. Das heißt, und ihr unterstützt natürlich auch letztendlich dann die Vermehrer solcher Praktiken oder die Vermehrer der Tiere über solche Praktiken. Deshalb unsere Empfehlung ganz klar, holt euch gesunde, glückliche Tiere aus einer guten, tollen Haltung. Dann habt ihr auch den meisten Spaß daran, die meiste Freude daran. Und die Tiere sind euch genauso dankbar, wenn sie ein glückliches Leben führen dürfen wie eben andere. Woran erkennt ihr eine gesunde Wachtel? Eine gesunde Wachtel hat ein glänzendes Gefieder, hat eine gute Figur, ist also nicht irgendwie abgemagert, hat klare Augen, keinerlei Ausfluss an Augen oder Nase und natürlich ganz wichtig, eine saubere, gute Kloake. Das heißt, da ist nichts verklebt oder ähnliches. Das ist übrigens schon im Kükenalter ein ganz wichtiges Zeichen. Das heißt, auch die Küken natürlich, egal ob Huhn oder Wachtel, sollten natürlich einen sauberen Po haben. Da sollte nichts verklebt sein. Und wenn man eben als Züchter sieht, dass da mal irgendwie was sich ein bisschen angesammelt hat, dann sollte man das eben letztendlich auch einfach kurz wegmachen. Das heißt, an solch gepflegten Tieren erkennt ihr, dass sie eben gesund sind, aus einer guten Haltung kommen und sicherlich auch bei euch noch für ganz viel Freude sorgen werden. Wie viele verschiedene Wachtelarten gibt es? Da gibt es ganz viele. Wir haben auch ganz viele in unserer wunderbaren Wachtelwelt aufgeführt. Ich fülle gerade immer mehr und mehr Informationen auch um diverse Wachtelarten drumherum, die wir selbst haben, auf der Seite wachtel-arten.de. Da könnt ihr also gerne mal vorbeischauen. Da haben wir schon einiges ausgeführt und da kommen auch immer wieder neue Infos dazu. Das bleibt also immer spannend, da gerne umschauen und da wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Dann hatten wir die Frage, welche Wachtel ist für den Start zu empfehlen, also sprich, welche Wachtelart. Da empfehlen wir ganz klar die Legewachtel. Die Legewachtel ist ein unfassbar niedliches, liebenswertes Tier, die gleichzeitig in der Haltung nicht zu anspruchsvoll ist und eben auch wirklich sehr dankbar ist. Das heißt, ihr könnt eine Legewachtel unheimlich schön zahm bekommen. Ihr könnt oder habt nicht so die Probleme, dass die Tiere irgendwelche Schreckflüge starten, wo sie sich großartig verletzen können. Es wird niemals langweilig mit denen, das heißt, sie entdecken immer gerne die Welt und ihre Umgebung. Und es ist einfach, also wer Wachteln kennt, eben auch gerade die Legewachtel, der weiß, wovon ich spreche. Es sind unheimlich putzierliche Tierchen, denen man den ganzen Tag zuschauen könnte, die sehr treu und anhänglich werden können und auf die man, wenn man sie erstmal kennengelernt hat, eigentlich auch gar nicht mehr verzichten möchte. Deswegen meine Empfehlung ganz klar für den Start, auf jeden Fall mit Legewachteln anzufangen. Zierwachteln sind natürlich auch wunderschöne Tiere.
Wir dürfen uns ja auch sehr glücklich schätzen, dass wir da tatsächlich einige mittlerweile haben. Aber sie sind natürlich von ihrem Naturell her anders. Sie sind scheuer und sie sind auch nicht so leicht zahm zu bekommen. Und sie sind auch eigentlich nie so zahm zu bekommen, wie es eben tatsächlich bei den Legewachteln der Fall ist. Übrigens ganz persönliche Ansicht. Meine Lieblingswachteln sind auch bis heute die Legewachteln. Also auch wenn wir ganz, ganz tolle andere Wachtelarten haben, wie Perlwachteln und Blauschuppenwachteln und ähnliches, sind die ganz normalen Legewachteln tatsächlich immer noch meine Lieblingswachteln. Was dürfen Wachteln auf gar keinen Fall fressen? Das war die letzte Frage unserer lieben Hanni. Da vertrete ich ganz klar die Auffassung, dass Wachteln und allgemein Tieren nichts gefüttert werden sollte, was für sie eben zu Vergiftungen führen kann oder zu irgendwelchen Unverträglichkeiten. Es gibt Menschen, die vertreten die Meinung, dass die Wachteln Gott sei Dank einen Instinkt haben, der sie davor bewahrt, und deshalb macht man da auch Sachen in die Voliere oder in den Stall, die eben nicht optimal für die Tiere sind. Davon rate ich ganz klar ab. Das heißt, ich bin der Meinung, und das sind wir auch alle vom Wachtelshop, dass Sachen, die für die Kleinen nicht verträglich sind oder eben zu Unverträglichkeiten führen können oder im schlimmsten Fall sogar giftig sind, dass davon wirklich komplett Abstand zu nehmen ist. Was ist da als Beispiel zu nennen? Da ist zum Beispiel Efeu zu nennen. Das sind sämtliche Farnarten, die da nicht in die Voliere gepflanzt werden sollten. Aber auch sowas eben wie Lebensbaum oder Salbei. Das sind alles Dinge, die nicht gut sind für eure Kleinen, und ich würde das Schicksal gar nicht erst herausfordern und testen, ob die Instinkte der Tiere sauber genug sind, sondern ich empfehle euch wirklich, da von vornherein drauf zu verzichten. So, das waren die wichtigsten Punkte noch einmal zusammengefasst. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, wie immer, gerne immer her damit, entweder als Kommentar oder auch einfach als E-Mail oder über einen unserer Social-Media-Kanäle. Dann freue ich mich schon ganz doll auf unseren nächsten Wachtel-Live-Talk und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis dann und liebe Grüße, eure Anne.